reitschuster.de. Treibt unsere Regierung den Mittelstand und Kleinunternehmer in den Ruin? Fährt sie dieses Land gegen die Wand? Diese Thesen vertritt Judith Schneider. Sie ist ehemalige Kollegin von mir, war früher als Journalistin tätig, hat dann den Journalistenberuf an den Nagel gehängt, was ich auch verstehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, und ist jetzt Leiterin eines Familienbetriebes, den ihr Vater sozusagen schon betrieben hat. Und sie hat jetzt einen Brief geschrieben an die Bundesregierung, der mich sehr bewegt hat. Und ich könnte natürlich auch den Brief abdrucken. Vielleicht mache ich das auch noch auf meiner Seite. Aber ich finde es spannender, direkt mit Frau Schneider zu sprechen. Und vielleicht, das ist lebendiger, wenn Sie jetzt kurz die wichtigsten Punkte Ihres Briefes zusammenfassen, als wenn wir den jetzt einfach vorlesen. Voilà, bitte, Frau Schneider. Also erstmal danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Interview. Ich freue mich sehr darüber. Das wichtigste Statement ist im Prinzip, dass ich mich bei unserer Regierung bedankt habe, dass sie es in so kurzer und schneller Zeit geschafft haben, uns allen zu zeigen, was sie wirklich von uns denken. Das klingt jetzt sehr harsch und ja, vielleicht auch für den einen oder anderen etwas bösartig, wenn ich das so äußere. Aber ich bin erstaunt, dass in so kurzer Zeit wirklich so viel an die Wand gefahren worden ist. Und es wird nicht. Es ist bereits. Das ist der entscheidende Faktor, was unsere Eltern, Großeltern aufgebaut haben. Das ist im Prinzip das Set. Das sehe ich auch so. Leider, auch als Journalist darf man ja eine Meinung haben, aber vielleicht können Sie es ein bisschen ausführen, noch konkreter machen. Ja, gut. Also es geht ja nicht erst seit 2 Jahren und seit Corona. Da geht es ja nur in Riesenschritten voran. Das ist zumindest mein Empfinden und mein Gefühl des Ganzen. Ich möchte mich hier nicht politisch äußern, das steht mir nicht zu. Aber ich möchte zumindest meine Emotionen und mein Gefühl dazu äußern. Und wenn wir uns anschauen, wie es hier seit vielen, vielen Jahren läuft, und ich finde es auch durchaus mutig, von der jetzigen Regierung alles auf die Altregierung abzuwälzen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass seit 2005 ja bereits die SPD mit in der Regierung war, bis auf 4 Jahre mal zwischendrin, wo es dann die Gelben waren. Also sie haben ja mit verschulden an dem Ganzen, was wir hier haben. Und wenn ich mir heute noch anhöre, dass wir ja dankbar sein dürfen über die Asylpolitik und jetzt auch noch das vereinfachte Asylverfahren, das ja, eingeleitet worden ist, dann frage ich mich nach wie vor, wo denn die vielgepriesenen Facharbeiter sind. Mein Unternehmen und meine Branche ist nicht die einzige, die permanent darum kämpft, dass sie keine Arbeitnehmer findet, weil sich niemand mehr körperlich, sage ich jetzt mal so, die Finger schmutzig machen möchte. Es ist auch für mich ein Rätsel. Wir hatten im Sommer massiven Arbeitskräftemangel an den Flughäfen, wobei das nicht sehr qualifizierte Jobs waren. Also ich sage jetzt mal Koffer tragen. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen, die von Hartz IV leben und auf Kosten der Allgemeinheit, was ja im Notfall was Sinnvolles ist. Aber man hat den Eindruck, ja, es gibt so regelrechte Hartz IV-Karrieren. Aber das hat ja der böse Herr Sarrazin gesagt und dann ist es ja böse, so etwas zu sagen. Ja, ich meine, wir müssen uns ja nur die Zahlen anschauen. Also wir hatten im Jahr 2020 83,2 Millionen Bürger, die mit Wohnsitz in Deutschland gemeldet waren. Kommen ja sicherlich noch die eine oder andere dazu, der hier nicht gemeldet ist, aber in diesem Land lebt. Dazu und dagegen sind aber nur 30 Millionen und knappe 800.000 Menschen 2020, die ja auch für die Sozialkassen das Geld eingespielt haben. Da wird es dann irgendwann eng. Also was für mich so ein Moment war, der mich sehr nachdenklich macht, ein Bekannter, der hat in Berlin ein Hotel und der war da so ein ganz einfaches, eine Pension, und der war dann völlig glücklich. Er hat das jetzt auf Jahre an den Senat vermietet und da sind jetzt Flüchtlinge. Und dann war da eine Putzfrau und dann sagte ich, wie ist das, wird das auch vom Senat bezahlt? Und dann sagt er, ja, die Putzfrau wird auch vom Senat bezahlt. Und das war dann für mich so ein Moment. Es ist ja schön, wenn man Menschen, die in Not sind, wenn man denen eine Unterkunft gibt, ist human, kann man auch machen, alles okay. Aber ist es dann wirklich, muss das Teil der Humanität sein, dass dann die Gemeinschaft, also diejenigen, die hart arbeiten, dass die dann auch noch die Putzfrau dort bezahlen? Das ist für mich etwas, wo ich mir Fragen stelle. Heute schrieb mir ein Leser bei ihm in der Nachbarschaft auch ein Haus angemietet für Flüchtlinge und
da käme dann auch noch der Gärtner und das würde bezahlt. Ich kann es nicht überprüfen, aber man hört viele Dinge dieser Art. Das mit, in Berlin habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und das Schlimme ist, man darf das ja in Deutschland eigentlich nicht ansprechen, ohne sofort dem Verdacht ausgesetzt zu werden, man sei Nazi. Ja? Und ich denke, in einem demokratischen Staat muss doch sowas angesprochen werden. Ich finde es auch sehr interessant, wenn sich ein Politiker in einer Talkshow im deutschen Fernsehen mal entgegen des derzeit vertretenen Narrativs, und da möchte ich natürlich auch den Krieg in der Ukraine ansprechen, äußert, dass er sofort in allen Medien zerrissen wird. Und das nennen wir noch Meinungsfreiheit? Finde ich spannend. Naja, da hat er aber da muss ich Ihnen jetzt widersprechen, weil der Kanzler hat ja selber gesagt, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und ganz wichtig, aber nicht für die, die die falsche Meinung haben. Also er hat das etwas schöner ausgedrückt, auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Also von daher, ehrlich sind Sie nicht, weil Sie sagen es durch die Zeilen, aber sozusagen Sie machen keinen großen Hehl daraus. Naja, Frau Faeser hat uns ja nun auch deutlich gemacht, was sie von uns hält und von uns denkt, und jeder, der in irgendeiner Form irgendwas gegen die Politik äußert oder gegen die Führung durch die Politiker äußert, der ist ja natürlich sofort in eine Ecke geschoben. Mir persönlich ist das relativ egal. Ich habe erfreulicherweise auch Mitarbeiter, die da hinter jedem Wort stehen, was ich äußere. Es war ja nicht mein erster öffentlicher Brief oder offener Brief. Es war nicht der erste Brief, den ich natürlich dann im Zuge dessen auch an die entsprechenden Personen geschickt habe. Übrigens Resonanz 0,0. Ne? Also müssen wir nicht denken, dass da vielleicht mal irgendeiner was gelesen hat oder vielleicht hat es auch einer gelesen, vielleicht die Vorzimmerdame, der Vorzimmerdame, der Vorzimmerdame oder wie man das heute auch immer nennen möchte. Ich weiß es nicht. Der Verfassungsschutz. Vielleicht hat es der gelesen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann schon sein. Eigentlich warten wir ja auch täglich drauf. Ich meine, ich habe das auch am Ende meines Briefes entsprechend geäußert und habe darum gebeten, dass man mir mitteilt, was die untersuchenden Beamten gerne zu trinken hätten, damit wir entsprechend vorsorgen können. Ja, erzählen Sie mal aus dem Alltag, wie konkret macht sich das Ganze bemerkbar für Sie als Unternehmerin? Also Sie sagten schon, Sie kriegen keine Arbeitskräfte. Ist das das einzige Problem oder gibt es noch weitere? Nee, natürlich gibt es noch weitere. Also natürlich werden uns die Energiekosten auch massiv treffen. Dann muss ich auch dazu sagen, ich finde es auch sehr mutig, momentan alles auf den Zeitpunkt ab dem 24. Februar 2022 zu schieben, was wir hier an Problemen haben, weil wir bereits seit 2020 und das so ungefähr im 3-Monats-Zyklus Preiserhöhungen von unseren Lieferanten bekommen. Und das nicht nur von den Lieferanten unserer Waren, die wir benötigen, die wir verkaufen, die wir verlegen und so weiter, sondern natürlich auch für alle Zusatzdinge, die wir benötigen, um zu verlegen, auch für die Entsorgung des Teppichbodens, den wir vielleicht beim Kunden mal rausgerissen haben oder. Dann die Spritkosten natürlich, die exorbitant gestiegen sind. Dann wird es in Berlin einem Handwerker im Prinzip unmöglich gemacht mittlerweile, überhaupt noch einen Kunden anzufahren. Es gibt keine Parkplätze, der Verkehr ist eine Katastrophe, es ist die größte Baustelle Deutschlands, vielleicht sogar Europas, ich weiß es nicht. Also das sind natürlich alles, es ist egal, wo ich hingucke. Es ist völlig egal, wo ich hingucke. Hauptsache die Radwege werden verbreitert und verdoppelt. Aber dass es auch Menschen gibt, die ja irgendwie Geld verdienen müssen, auch um unsere Politiker und die ganzen Beamten zu bezahlen und, das wird irgendwie vergessen. Und denen werden immer mehr Steine in den Weg gelegt. Was müsste die Politik in Ihren Augen jetzt als erstes machen für eine Wirtschaftspolitik, wie Sie sie sich wünschen? Ich gehe da relativ konform mit anderen, die die gleichen Forderungen stellen. Sage ich auch ganz offen und ehrlich, für mich muss definitiv Nord Stream 2 geöffnet werden. Für mich müssen die AKWs am Laufen gehalten werden. Wenn ich jetzt einen Bericht lese, dass wir 2015 das modernste Steinkohlekraftwerk Europas eingeweiht haben, das nach 6 Jahren, hat ja Milliarden gekostet, ist ja nicht so schlimm, waren ja nur Steuerzahlerkosten. Und dass jetzt nach 6 Jahren abgerissen werden soll, also auch nochmal teuer entsorgt werden soll, dann frage ich mich, wo es hinlaufen soll. Also eines, die AKWs, wobei bei Nord Stream 2 verstehe ich nicht, weil es kommt ja durch Nord Stream 1 schon nichts. Also wenn ich zweimal Null habe, ist es immer noch Null. Aber lassen wir das Thema. Ja, klar kann man so argumentieren. Nein, aber ich meine, die Pipeline ist voll und verreckt. Entschuldigung, wenn ich das so sage, verreckt da gerade in der See.
Ja, aber wir müssen erstmal durch die 1, müsste wieder was fließen, damit, bevor man dann die 2 bräuchte. Aber lassen wir das Thema. Es ist ja auch mit den Atomkraftwerken jetzt so. Das ist ja auch in meinen Augen eine Augenwischerei. Ja? Also dass man eines endgültig schließt, da wo Wahlkampf ist, wo die Grünen sozusagen nicht wollen, Bist dass du man ihnen gerade den in Wahlkampf Niedersachsen? vermasselt. In Niedersachsen, in Bayern, wo keine Wahlen sind, da macht man es dann als Notfalllösung. Vorhalte. Genau, genau. Vorhaltelösung, ja. Ja, wobei diese ganze Politik in meinen Augen ohnehin, ja, man muss fast sagen, pervers ist, weil wir ja nur auf Strom setzten. Und warum haben wir dann mehr auf Gas setzten? Und warum haben wir mehr Gas? Weil die Russen mehr Atomkraftwerke bauen und mehr Kohle verfeuern. Also es ist mit Verstand ist es nicht zu begreifen. Auch dass man dann belgischen Atomstrom, französischen Atomstrom importiert, obwohl laut TÜV die deutschen Kernkraftwerke die sichersten sind, die stellen wir ab und animieren Franzosen und Belgier, welche zu bauen. Ich kann es mit dem Verstand nicht mehr begreifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Also jetzt haben wir Energiepolitik. Da würden Sie sich wünschen, alle Ressourcen. Was wäre Punkt 2? Punkt 2 ist, dass dadurch, dass die Ressourcen genutzt werden, natürlich auch dementsprechend die Produktionskosten wieder fallen würden. Also gehen wir nochmal auf die 2 AKWs, die jetzt so als Vorhalte-AKWs gehalten werden. Erstens ist ja nun schon klar, dass sie mindestens eine Woche zum Anlaufen brauchen. Was passiert aber, wenn wir jetzt den Notfall ausrufen oder Herr Habeck meinetwegen den Notfall ausruft? Es werden sofort und umgehend wieder die Preise steigen, weil ja dann weltweit klar wird, Deutschland hat ein Problem. Das ist ja, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. So, jetzt gibt es aber natürlich auch noch Menschen, die sich ja mit dem Thema sehr gut auskennen und jahrelang auch schon in AKWs gearbeitet haben, mittlerweile vielleicht auf Rente sind, vielleicht auch nicht, aber immer noch Peil haben von der ganzen Geschichte, über die Sie da reden. Und die ganz klar sich hinsetzen und sagen, hallo, das ist ein Szenario, das ist noch nie geprobt worden, noch nie geübt worden. Wir wissen ja überhaupt nicht, ob das funktioniert. Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? So, also wenn wir jetzt diese Szenarien, also oder der Wunsch, der von uns aus dem Mittelstand, von Handwerkern und zwar die an der Basis sind, kommt, ich möchte jetzt gar nicht die Verbandsfunktionäre ansprechen. Oh Gott, jetzt komme ich von Höpfchen über Stöckchen, weil das ist für mich auch nochmal so ein ganz wichtiges Thema. Wir konnten uns ja weder auf die Innung noch auf die IHK, und ich meine, das sind ja alles Bankmitgliedschaften, die wir da haben, ähnlich wie bei der GEZ. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Als Unternehmen muss ich IHK-Gebühren zahlen. Und keiner von den jeweiligen Funktionären hat sich mal hingestellt, auch schon 2020, und hat gesagt, Leute, das, was ihr hier an Staatshilfen auf den Weg bringt, das muss ja irgendwer bezahlen. Ich mache mir furchtbar Sorgen um meine Kinder, um meine Enkelkinder. Ich habe 5 Enkelkinder. Wie sollen die das jemals bezahlen? Wie gesagt, ich komme von Höchstchen auf Stöckchen. Anstatt mal dafür zu sorgen, dass wir einfach unser Berufsrecht wahrnehmen dürfen, da hätte man ja in allen Bereichen vorsorgen können. Das haben ja viele gezeigt und auch viele geschafft. So der eine Punkt. Ich habe übrigens bei meinem Unternehmen Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich nie Staatshilfen oder auch Kurzarbeitergeld beantragen musste. Wir sind so durchgekommen, weil ich es von vornherein für einen Wahnsinn gehalten habe. Jetzt stellt sich Herr Heil hin und spricht schon wieder von einer Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, damit wir die Energiekrise auffangen können für die Unternehmen, die jetzt gebeutelt sind. Bäcker, Tralala etc. habe ich heute früh gerade gelesen. Da muss ich mir doch an den Kopf fassen. Das ist doch ein Irrsinn. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das überlege, das kann ich mittlerweile gar nicht mehr mit Dummheit, Ignoranz, von Wirtschaft keine Ahnung erklären, sondern kann nur noch sagen, vielleicht haben alle Verschwörungstheoretiker bisher recht gehabt, vielleicht steckt da wirklich ein Plan dahinter. Aber wirklich für mich ist es anders nicht mehr Ja, bei erklärbar. Habeck kann man sich schon mit Unfähigkeit erklären. Vielleicht ist es eine gewünschte Unfähigkeit von irgendwem, ich weiß Ja, ich es denke, es muss ja gar nicht, keine keine Ahnung. Verschwörungstheorie sein. Ich glaube schon, ich war ja früher bei den Jusos in jungen Jahren. Und ich kann daher, ich weiß ein bisschen, wie die ticken. Und das sind ja genau die Menschen, die heute an der Macht sind. Und da ist schon so etwas wie ein, ja, ich würde fast sagen, Hass auf Unternehmertum, auf Kapitalismus da. Und das ist einfach, sie sind die Bösen. Sie sind die bösen Ausbeuter, die ganz schlecht umgehen mit ihren Menschen. Und wenn sie weg wären, wäre es besser. Und die DDR war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also war vieles besser, bisschen übertrieben. Also war nicht alles gut in der DDR. Das war so die Haltung in diesem Juso-Milieu, dass heute
die SPD ausmacht, dass die SPD gekapert hat. Damals haben die alten Sozialdemokraten gelacht über diese jungen Spinner, wie die nannten. Und von daher glaube ich keine Verschwörungstheorie, aber so eine tiefe innerliche Abneigung gegen, in Russland hätte man gesagt, die Kulaken. Sie wissen, was ich meine. Ja? Gut, die wurden dann später umgebracht. Das ist von daher ein schlechtes Beispiel. Und ich hoffe, dass es hier nicht so weit geht. Aber ich glaube schon, in der Klasse, die heute die Regierung stellt, bis auf die FDP, die hat andere Probleme, dass da so eine gewisse Abneigung gegen freie Marktwirtschaft, Kapitalismus, wie die das nennen, und gegen Unternehmer da ist. Und dass es denen ja durchaus eine gewisse Befriedigung teilweise sogar verschafft, wenn es ihnen schlecht geht. Das ist eine These von mir aus meinen Insiderkenntnissen, wie die denken. Ich kann es nicht belegen. Ich kann es natürlich auch nicht bestätigen, aber ja, dieses Gefühl drängt sich immer mehr und immer mehr auf. Gehen wir weiter. Ich finde das wunderbar, dass der Mindestlohn erhöht worden ist oder wird jetzt zum 1.10. ja das im zweiten Sprung in diesem Jahr. Alles hervorragend, weil ich der Meinung bin, Arbeit muss auch vernünftig entlohnt werden. Was machen aber kleinere Unternehmen wie das meinige, wenn wir diese Preise an die Kunden auch gar nicht weitergeben können, die wir nehmen müssen, um das überhaupt alles finanzieren zu können? Gehen wir auf den nächsten Wahnsinn. Herr Scholz stellt sich strahlend hin vor die Kameras und sagt, ach, wir haben jetzt was ganz Tolles eingeführt. Jeder Arbeitgeber kann seinem Arbeitnehmer 3.000 Euro steuerfrei zahlen. Nehmen wir ein kleines Unternehmen, 10 Mitarbeiter, 30.000 Euro, finde ich in der jetzigen Situation schon, ich finde gar keine Worte dafür. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also ich meine, wo sollen die denn herkommen? Und ja, natürlich, ich kann das auch verstehen, dass ganz häufig dieses Argument kommt, die Unternehmer verdienen sich auf Kosten ihrer Arbeitnehmer eine goldene Nase. Ich kann das alles verstehen. Aber es gibt halt kleinere Unternehmen, die tun das nicht. Die gehen kaputt an diesen Kosten, die sie tragen müssen. Ich habe mal gerechnet. Einfach nur mal so Jahreszahl, also ne, 365 Tage, wie viel ein Arbeitnehmer mir zur Verfügung steht bei einer 5-Tage-Woche. Nehmen wir die Tage, dann ziehen wir den Urlaub ab, dann ziehen wir noch 10 Tage Krankheit pro Arbeitnehmer ab, was ja nicht mal viel ist. Der eine ist mehr krank, der andere weniger, wie auch immer. Ich kriege ja auch die Kosten nicht voll erstattet, wie es immer so schön heißt, die Krankengeldfortzahlung. Kriege ich ja auch nur einen Teil. Es wird ja auch sukzessive immer weiter runtergeschraubt von den Krankenkassen. Ist ja auch ganz niedlich. Die machen das hier immer so still und heimlich hintenrum. Das weiß ja keiner und das kriegt ja auch keiner so richtig mit, außer der, den es betrifft. Ich komme auf, plus den Sozialabgaben, die ich zahlen muss als Arbeitgeber, ich komme auf ungefähr 45%, die mir der Arbeitnehmer mehr wert ist, als er brutto bekommt. Also im Prinzip habe ich 45% mehr Kosten für jedes Bruttogehalt meines Arbeitnehmers. Das Schlaue ist aber, dass der Arbeitnehmer das nicht mitbekommt. Ja. Oder nur teilweise. Wenn der das wüsste, wenn das ihm abgezogen würde, ich glaube, dann gäbe es einen Aufstand. Aber so wird es schön versteckt. Ja. Wenn der es auf dem Lohnzettel hätte, ich habe hier eigentlich 45% mehr, aber neben den, dann, man sieht ja nur die 20% Sozialabgaben, aber den Rest sieht man ja nicht. Ja, sind ja schon ein bisschen mehr. Sind mittlerweile bei knapp 24% Sozialabgaben für den Arbeitnehmer und für uns, weil Krankenkassen sukzessive die Zusatzbeiträge erhöhen. Und das ist in diesem Jahr nicht erst einmal passiert. Nicht bei allen Krankenkassen, aber so bei den ortsüblichen AOK und tralala. Tja, das sind alles Dinge, wo natürlich meine Arbeitnehmer auch kommen und sagen, du, da unterm Strich, da stimmt irgendwas jetzt nicht mehr. Ne? Oder wie soll ich damit zurechtkommen? Wie soll das funktionieren? Und ich sitze da und sage, ja gut, das ist jetzt auch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Personenmäßig können wir nicht abbauen. Es geht nicht, weil wir brauchen 2 Verlegerteams, für jede Filiale 1 und wir brauchen die entsprechenden Verkäufer und. Wir können nicht abbauen. Aber wenn ich jetzt jedem von euch mehr Geld zahle, was euch auch definitiv zusteht, da bin ich die Letzte, die nicht sagt, das steht euch zu, dann können wir uns überlegen, wann wir Insolvenz anmelden. Was ist jetzt besser? Also, ne, ich versuche das immer irgendwie anders auf irgendeinem Weg zu klären. Ich versuche meinen Mitarbeitern irgendwie anders was zukommen zu lassen, wie auch immer. Also, indem ich ihnen irgendwelche anderen Vergünstigungen versuche zukommen zu lassen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir uns unsere Arbeitnehmer nicht mehr leisten können, weil wir so hohe Abgaben auch haben.
Sie sagen jetzt, bei Ihnen ist die Existenz nicht gefährdet. Sie tauschen sich ja aus mit anderen Kollegen. Wie sieht es da aus? Wie ist da die Lage? Ja, ich höre aus meinem Kollegenkreis, also was jetzt meine Branche anbelangt, das heißt, ich höre, ich sehe es auch, dass einer nach dem anderen schließt. Also die Größenordnung, wie wir sie haben, gibt es nicht noch einmal, dass wir jetzt rollenmäßig auf Lager haben. Die gibt es so nicht noch ein zweites Mal in Berlin, aber alles, was auch noch wirklich Warenbestand hatte, macht sukzessive einer nach dem anderen zu. Weil wir uns auch die Mieten langsam nicht mehr leisten können. Ich meine, ich zahle für zwei Läden in Berlin 20.000 Euro Miete im Monat plus die Nebenkosten. Das muss ja auch erstmal reingewirtschaftet werden. Und dann darf man nicht vergessen, nochmal, die Lohnkosten sind noch der höchste, sind die höchste Position jeden Monat in der BWA. Bitte nicht falsch verstehen, es steht jedem Arbeitnehmer zu und mehr als das, was er bei mir verdient, steht ihm zu. Das muss ich einfach ganz deutlich so sagen. Nur ich weiß nicht mehr, wie ich es verdienen soll, weil wir natürlich auch das andere Problem haben, dass die Kunden seit zwei Jahren hören, naja, es wird eng und alles wird teurer. Schränken Sie doch, was sagt uns denn Herr Lindner, seit er mit in der Regierung ist? Schränken Sie doch bitte Ihren Konsum ein. Verzichten Sie doch auf Dinge, die Sie jetzt nicht so unbedingt brauchen. Und wenn ich dann nach 25 Jahren mich entscheide, mal einen neuen Bodenbelag reinzulegen und dann sowas permanent höre, kann ich mich ja auch mal hinsetzen und sagen, naja, ach, ob der jetzt 26 oder 27 Jahre liegt, ist doch jetzt auch schon egal. Und umgekehrt hat man ja die Situation, dass man in Berlin unglaublich schwierig einen Handwerker bekommt und dass unglaublich viel dann schwarz läuft. Teilweise auch, also ich kenne persönlich Fälle, wo ja, dann Leute arbeitslos gemeldet sind und schwarz arbeiten, während wenn sie es offiziell machen wollen, dann kriegen sie keinen Handwerker. Versuchen Sie mal einen Maler zu bekommen. Das ist ja auch irgendwo eine verrückte Situation. Ja? Also wir haben auf der einen Seite so viele Arbeitslose und auf der anderen Seite, gut, nicht jeder Arbeitslose kann malen, das muss man auch dazu sagen, aber man kann ja umqualifizieren, man kann ja Anreize schaffen. Es ist ja so, dass wahrscheinlich viele von denen, die länger arbeitslos sind, in der Lage wären, den Malerberuf noch zu erlernen oder einige zumindest. Naja, ich glaube, im Pinsel schwingen können viele, ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht die Qualifikation eines Malers absprechen, könnte man sich genauso hinsetzen und sagen, naja, einen Bodenbelag verlegen kann auch jeder. Ja, es können viele, aber nicht umsonst sind das natürlich auch Ausbildungsberufe. Das ist wichtig. Aber ja, warum gibt es keine Umbildungen? Ja. Und jetzt werden sie ja zum 1. Januar irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, wird es ja nochmal vereinfacht. Also im Prinzip wird für meine Begriffe die Schwarzarbeit ja nochmal gefördert mit dem Bürgergeld, was jetzt eingeführt wird. Also ich habe einen Kollegen, den hatte ich auch schon hier im Interview von dem russischsprachigen Fernsehsender und der war, als er hierher kam, er ist Jude aus der Ukraine und er sagte, dass er regelrecht in diese Hartz-IV-Karriere gedrängt wurde und es war eigentlich ein Wunder. Also es war für ihn unglaublich schwierig, sich zu motivieren, überhaupt aufzuhören und dass er eben viele kennt, denen auch das so ging. Sein Vorwurf ist, der Staat verführt regelrecht dazu, dass man eine Hartz-IV-Karriere macht. Also er hat das am eigenen Beispiel sehr eindringlich geschildert, dass es ihm unglaubliche Kräfte kostet, sich selber zu überwinden, weil es einem der Staat so einfach macht, weil er den Eindruck hatte, denen ist das ganz recht, wenn er bei Hartz-IV bleibt. Und das ist etwas, wo ich sage, nochmal, jeder, der in einer Notlage ist, dem soll geholfen werden, braucht man überhaupt nicht darüber reden, ist völlig richtig. Ja. Aber wenn das System so ausgelegt ist, dass selbst Hartz-IV-Empfänger sagen, sie werden dazu animiert, da nicht rauszugehen, dann wäre in meinen Augen zumindest eine nüchterne Diskussion darüber angemessen. Okay, haben wir das Nächste. Wenn ein Hartz-IV-Empfänger oder ab 1.1. Bürgergeldempfänger sich etwas dazu verdienen möchte, dann haben wir ja genau den Punkt, dass am Ende des Tages mit dem Dazuverdienen, momentan ist die Grenze bei 168 Euro, die frei und nicht angerechnet, die frei verfügbar ist und nicht angerechnet wird. Ich weiß nicht, wo sie ab 1. Januar liegen wird. Aber wenn er jetzt 450 Euro beispielsweise dazu verdient, bleiben ihm unterm Schnitt 280. Na, da fragt er sich da auch, warum er dafür 37 Stunden Arbeit nehmen soll. Für 280 Euro. Und nochmal. Sie, bitte. Ich bin der Interviewer, ich rede eh zu viel. Entschuldigung. Aber es ist ja eher ein Gespräch. Dann haben wir es ja 2020 eigentlich, oder ab 2020 ist es ja nochmal deutlicher geworden, wie tatsächlich die Schwarzarbeit unterm Strich gefördert worden ist.
weil viele, und ich meine, das wissen wir alle, ich plaudere da jetzt nicht aus dem Nähkästchen, viele Friseurinnen, Friseure schlicht und ergreifend dann zu den Menschen ins Haus gegangen sind und irgendwann festgestellt haben, oh hoppala, wenn ich das jetzt in meine eigene Tasche stecke, habe ich ja viel mehr übrig, als wenn ich noch Miete zahlen muss und noch Menschen beschäftigen muss. Also Kollegen beschäftigen muss oder Angestellte, wie auch immer. Einfacher geht's doch nicht mehr. Da sind wir jetzt noch beim anderen Thema. Wie hoch ist der bürokratische Aufwand? Da gibt es ja auch viele, die beklagen allein die Lohnbuchhaltung, die ganzen Regeln, dass das inzwischen ein bürokratisches Monster ist. Können Sie das bestätigen oder ist das übertrieben, wenn man sich darüber beklagt? Nein, absolut. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich tatsächlich die komplette Buchhaltung bis auf den Jahresabschluss, den gebe ich zum Steuerberater selber mache, und die Lohnbuchhaltung, die gebe ich weg. Ich mache die zwar parallel dazu auch nochmal privat, aber es ist, ja, das ist mein Fulltime-Job. Also ist wirklich sehr umständlich. Es ist sehr, sehr umständlich. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass, und das noch ungeklärt bis jetzt, kein Mensch weiß, wie es laufen soll, dass wir ja nun plötzlich die Verpflichtung haben, auch noch die Arbeitsstunden, also den Arbeitstag, komplett zu dokumentieren unserer Mitarbeiter. Das heißt, wann in Minuten genau fängt der an? Soll ich jetzt in meinem kleinen Unternehmen eine Stechuhr einbauen? Okay, also es ist bis jetzt nicht geklärt. Reicht eine handschriftliche Dokumentation? Reicht eine digitale Dokumentation, indem ich das am PC führe? Wie soll das gemacht werden? Also ich meine, hallo, heißt das jetzt, ich misstraue meinem Mitarbeiter oder heißt das, der Mitarbeiter misstraut mir? Oder steckt dahinter, dass ja jetzt die 12 Euro Mindestlohn kommen und natürlich sehr genau darüber nachgedacht wird, dass es wahrscheinlich einige, speziell auch in der Gastronomie, geben wird. Und ich spreche ganz explizit an, weil für die ist das tödlich, oder Taxi. Na? Dass es da einige geben wird, die sagen, naja, okay, dann kriegst du hier deinen 450-Euro-Vertrag oder 520 dann ab Oktober. Da stehen dann so und so viele Stunden drin, nämlich die Mindeststunden, die du arbeiten musst oder darfst oder wie auch immer, oder Maximalstunden, die du arbeiten darfst. Aber wenn du nicht mehr Stunden arbeitest, dann haben wir ein Problem. Also das ist natürlich ein Ausnutzen des Mitarbeiters, aber ich kann es in bestimmten Branchen sogar nachvollziehen, weil es nicht bezahlbar ist. Klingt jetzt schwierig, ne? Ja, es ist noch verarbeitbar. Also der Arbeitsspeicher ist am Limit, aber es funktioniert noch. Wir haben noch kein Memory Overflow und ein blauer Bildschirm. Und wenn, dann wird es nicht in der Technik sein, sondern in meinem Kopf. Das sehen Sie dann, wenn die Augenlider noch mehr runterfallen, als Sie das ohnehin tun. Gibt es eine optimistische Perspektive? Wie sind Ihre Erwartungen oder was wäre das optimistische Szenario und was ist das Negative für die Unternehmer? Ein optimistisches Szenario? Derzeit? Ernsthafte Frage. Naja, muss ja nicht derzeit sein. Sie können ja zum Beispiel, also mein optimistisches Szenario ist, sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass es leider jetzt noch schlechter wird und dass es dann doch so schlecht wird, dass viele Menschen das verstehen und dass dann ein Konsens da ist, dass man was ändern muss und dass dann entsprechend eine Veränderung stattfindet. Langwierig, ohne dass das von heute auf morgen besser wird. Aber das ist in meinen Augen im Moment das optimistischste Szenario. Ich bin sehr kritisch gegenüber Herrn Merz, fand auch die Rede schlecht, aber ich fände trotzdem, wenn er Kanzler wird, bei allen negativen Punkten brauchen wir gar nicht aufführen, wäre es mir lieber als das, was wir im Moment haben. Und es wäre vielleicht zumindest ein kleiner Schritt. Also ich erwarte kein Wunder und dass von heute auf morgen alles gut wird. Okay. Ich finde mittlerweile die Kommunikation in diesem Land unheimlich schwierig. Und das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass es immer schwieriger wird, auch seine eigene Meinung zu sagen. Das ist ja im kleineren Kreis nicht der Fall. Das heißt, wenn man zusammen sitzt, ich kenne keinen mehr. Keinen mehr in meiner Umgebung, der mit allem zufrieden ist, wie es hier läuft. Ich kenne wirklich keinen. Jetzt muss ich auch dazu sagen, dass jetzt in meinem direkten Umfeld auch nicht so viele sind, die vielleicht auf Sozialkosten leben. Aber ich glaube, nicht mal die sind wirklich glücklich mit dem, was hier läuft. Weil natürlich für die am Ende des Tages oder am Ende des Monats auch das Geld nicht mehr reicht, wenn sie die jetzigen Lebensmittelpreise bezahlen müssen. Also es wird ja Kritik geäußert. Und was ich daran mittlerweile wirklich ganz, ganz schwierig finde, ist, ähnlich wie mit der Kritik an den Polizisten, es sind ein paar
vielleicht in der Politik ein paar mehr, ich weiß es nicht, die nicht so agieren, wie man das selbst für richtig empfindet. Da gehe ich jetzt auch eben auf die etwas übergriffigen bei Demonstrationen Polizisten drauf. Und das ist aber sofort die gesamte Polizei. Es ist sofort die gesamte Politik. Ich glaube schon, dass wir durchaus noch, weiß nicht, ob ich sie fähig nennen soll, oder denkend oder vernünftige Menschen in der Politik haben, gerade auch in der Kommunalebene, die auch alles nicht so toll finden. Viel schwieriger finde ich, wenn es auch tatsächlich Politiker gibt, die sich mal kritisch äußern und sagen, so geht das alles nicht mehr. Und ich war gegen, meinetwegen, schwere Waffenlieferungen in die Ukraine. Aber naja, ich habe dann doch mit Ja gestimmt, weil das sei ja demokratisch. Und da habe ich ein anderes Verständnis von Demokratie, ein ganz anderes. Für mich ist demokratisch, dass ich meine Meinung weiterhin vertrete und auch vertreten darf und nicht nach Parteiproporz abstimmen muss. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist der Punkt, dass ich es wirklich mittlerweile schwierig finde, eben, dass es die Politik und die Politiker heißt, weil die Menschen, die noch mit klarem Verstand an das Ganze rangehen und vielleicht auch was anderes wollen, dabei total vergessen werden. Wir müssen uns jetzt natürlich auch nicht darüber unterhalten, dass es hier auch eine Partei gibt, der ich nicht angehöre. Das muss man ja heutzutage immer noch schnell dazu sagen. Das ist ja ganz wichtig, die ja so völlig, ich kann auch gar nicht sagen, diffamiert wird, aber in eine Ecke geschoben wird, komplett. Wer jetzt von den Parteimitgliedern dort auch in der Ecke sich wirklich verortet, ist mir relativ egal. Mir geht es einfach um eine Berichterstattung, die ausgewogen ist. Und dazu gehört eben auch diese Partei, die nicht verboten ist, die demokratisch gewählt im Bundestag sitzt, aber nirgendwo stattfindet. Das finde ich ein Unding. Das wäre ein Thema für ein eigenes Gespräch. Ja. Diese enorme Polarisierung, die ist ja gewollt, und ich sage immer, das sind wie kommunizierende Röhren. Also das Ganze wäre eigentlich nicht möglich ohne diese Verteufelung dieser einen Partei. Umgekehrt, die Partei lebt aber auch wieder von dieser Verteufelung. Also das ist eine ganz fatale Situation in meinen Augen, weil man natürlich immer dann wunderbar jede berechtigte Kritik damit entgegnen kann. Ja, das sagt ja auch die FDP. Die AfD, Entschuldigung. Und ich meine, wenn die AfD morgen sagt, dass die Erde eine Kugel ist, dann muss man heutzutage im scholz-merkelischen Deutschland sagen, ich bin der Ansicht, die Erde ist eine Scheibe, weil die AfD sagt, sie ist eine Kugel. Also das ist infantil, also, aber es ist ganz verheerend politisch. Aber das ist ein eigenes Thema. Wir sind schon am Ende der Zeit, aber eine letzte Frage habe ich doch noch. Wie haben denn Ihre Kollegen oder wie hat man in Ihren Kreisen diese Äußerung von Habeck aufgefasst? Es ist ja so formell. Ich habe jetzt gerade ein Video gesehen, ganz dramatisch, von einem Metzger. Nach 124 Jahren muss er den Familienbetrieb aufgeben in Nürnberg. Er sagte, den Ersten Weltkrieg haben wir überlebt, den Zweiten, aber jetzt nicht diese Regierung. Und er sagte, formell mag der Habeck, also rein wirtschaftstheoretisch mag er recht haben, aber er sagt, es ist in der Praxis völliger Unsinn, weil wenn er kein Geld mehr hat, ist er zwar vielleicht formell nicht insolvent gleich, aber der Betrieb ist tot. Er sagt, es ist wie aufhören zu atmen. Wie ist da die Reaktion bei Ihren Kollegen in Ihren Kreisen? Ich glaube, dass diese ganzen Comics, die jetzt über Herrn Habeck durch die Social-Media-Kanäle getrieben werden, eins wie das andere mit Wohlwollen betrachtet wird, und nicht umsonst wird immer noch mal eins draufgesetzt und noch mal getoppt und noch mal getoppt. Nein, der da hinten ist nicht ertrunken, der hat nur aufgehört zu schwimmen. Und ich weiß nicht, was es da mittlerweile alles gibt. Also es nimmt ja kein Ende. Und genauso wird es aufgenommen. Ich meine, dass da irgendwo das an Lächerlichkeit, Entschuldigung, mein Handy brummt hier an meinem Popo. Das ist ein Zeichen, dass wir aufhören sollen von oben. Nein, das ist meine die eine Filiale, die mir den Umsatz durchgeben möchte. Also dass das natürlich, was er da gesagt hat, an wirtschaftlicher Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten ist. Darüber müssen wir nicht reden, glaube ich. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich erinnere nochmal dran, Judith Schneider, sie ist Unternehmerin, war früher Journalistin, hat den Familienbetrieb vom Vater übernommen, und sie hat einen bewegenden Brief an die Bundesregierung geschrieben. Ich verlinke das unten auch nochmal, da finden Sie diesen Link. Ich bedanke mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, und wünsche Ihnen viel Erfolg persönlich und auch für Ihren Familienbetrieb. Ich danke ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Rathschuster, und drücke Ihnen alle Daumen mit oder für alles, was er
gerade in Zukunft und in absehbarer Zukunft auf Sie zukommt. Ja, Sie haben das ja mitbekommen. Ich habe ihr von Frau Schneider von diesem Ermittlungsverfahren vorher erzählt. Es sind gespenstische Zeiten, muss man wirklich sagen, in denen wir leben. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Vielen Dank euch, liebe Zuschauer. Schaut wieder rein, abonniert, lasst ein Like da unten, die Glocke drücken, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Danke. Ciao. Mein Schuster.de